Retro-Morgen. Hä? Aufwachen. Oh yeah. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Duke Nukem. Okay, das nächste Level ist... Ah ja, das war dieses windige Level. Du wirst wahrscheinlich das nächste Level etwas windig empfinden. Okay. Das werden wir gleich herausfinden. Oh, schöner Sternenhimmel. Ich will wieder zurück. Na, okay, geht nicht mehr. Okay, hochspringen können wir nicht. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Okay, da fliegen wir runter. Was passiert, wenn ich hier drüber springe? Ah, das ist ja der helle Wahnsinn. Das hätte ich mir auch gleich sparen können. Dann... Oh. Gut, aber den muss ich gleich im Flug wegschießen. Den bösen Propeller. Okay, gut. Jetzt sollte es doch gehen. Einwandfrei. Ah, ja, einwandfrei. Wundervoll. Ach Mist, den kann ich ja nicht wegschießen. Das ist natürlich dann etwas ätzend. Wow, Feuer, Hilfe, Mama. Geh weg. Okay, diesmal kommen keine Flammen aus diesen Dingern raus. Das finde ich ja schon mal sehr vorteilhaft. Das mich gefällt. Scheiße, das mich nicht gefällt. Das wollte ich eigentlich nicht. Hm. Oh, ja, super. Ich dachte, da geht jetzt weiter rüber. Naja, gut. Geh kaputt. Kaputt. Dankeschön. Ey, das ist ja einwandfrei. Hätte ich mir gleich mal sparen können, da runter zu kaspern. Ich hätte mich gleich hier runter gemisst. So, hoffentlich sterbe ich nicht gleich am Anfang vom Level. Das wäre vielleicht zwar amüsant, aber auch ein bisschen ärgerlich. Okay, der ist ja schon mal weg. Achso, ne, der interessiert mich jetzt nicht. Was ist denn das für ein Geräusch? Schauen wir erst einmal. Da ist wahrscheinlich nichts zu... Mist. Yay! Gleich mal eine Karte gefunden. Das mich glücklich machen. Warum rede ich so bekloppt? Ist ja auch egal. So, ist da was zu fressen drin? Nein, warum sollte es auch? Da drin ist wahrscheinlich Symptome mit. Jawohl. Yay, was zum Süffeln. Jetzt geht's mir besser. Oh, weia. Angriff der trommelnden Killerhasen. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass die eine Trommel in der Hand haben, aber yep, haben sie. Frag mich, was da der Hintergrund ist. Okay, da unten ist ein Teleport. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwo was zum Überleben finden, was natürlich vorteilhaft wäre. Nein, Dynamit mag vielleicht gut schmecken, aber nein, danke. So, was ist denn... Ach, das hat dieses Du... Ja, super, was ist dann das denn? Ah, geh weg. So. Einwandfrei. Ach schade, ich dachte, da wäre vielleicht ein toller Luftballon drin. Dem ist aber leider nicht so. Da ist wieder Dynamit drin, war ja klar. Warum sollte man den armen Duke Nukem auch irgendetwas zu futtern anbieten, wenn man ihn auch töten kann? So, Hilfe. Was sag ich denn da? Duke Nukem kann man nicht töten, er ist unkaputtbar. Ah, Scheibe. Oh, interessante Säulen. Wo kommen wir denn jetzt raus? Ah, bin mal gespannt, ob ich das überlebe. Oh, ist das assi. Hilfe. Jetzt hätte ich eigentlich durchrennen können. Mit der Immunität. Immunität, wie sich das anhört. Oh, das ist höchst schlecht. Komm, was zu fressen. Super, ein Luftballon hält mich auch so wunderbar am Leben. Achso, ich kann hier nicht weiter. Das ist jetzt unvorteilhaft. Du willst mich verarschen. Ich bin wegen einem Luftballon daher. Gut, meine Damen und Herren, ich glaube, ich werde jetzt sterben. Es wäre eine Glanzleistung, wenn ich das jetzt schaffe. Scheibenkäse. Okay, ja echt, ich bin ja... Krass, ich bin ja gestorben. Wahnsinn. Naja, egal. War ja nicht so schlimm. Okay, die beiden habe ich jetzt gleich erwischt. Oh, ich kann hier rüberlaufen. Was passiert hier? Ah, maximales Leben. Wunderbar. Gefällt mir. Oh, Scheibe. Ich wette mit euch, da führt es zu gar nichts hin. Ich darf hier einfach nur wieder hochklettern wahrscheinlich. Ah, ich brauche aber die Karte. Egal, schauen wir mal trotzdem weiter. Was hier so auf uns zukommt. Da unten ist schon mal ein roter Schlüssel.
Und da brauche ich die Karte, war ja klar. Okay, aber... Oh, gleich mal wegmachen hier. Das ist ein wundervolles Sound. Geh kaputt. Danke. Achso, da ist ja Leben. Das brauchen wir jetzt nicht. Das ist auch Leben. Das brauchen wir auch nicht. Das hätte ich vorhin alles gebraucht. Mensch. Boah, Hilfe. Alles klar, so wie es ausschaut. Jetzt nehme ich jetzt einfach mal. Kann ich ja sogar gebrauchen, aber... Ich komme hier nicht weiter. Ich brauche diese Karte. Alles klar, dann gehen wir halt wieder zurück. Hoffentlich gehen die Propeller nicht wieder an. Brav. Oh. Böse. Geh aus. Und hier brauchen wir wieder ein. Oh, cool. Gleich geschafft. Einwandfrei. Dark Mark Max. So glocklich. Hä? Achso, das war das Laufband. Ganz toll. So, das schnapp ich mir noch. Oh, da geht's wohin? Cool. Oh yeah, I'm falling. Zu Luftballons. Das war ja logisch eigentlich. Wohin hätte ein geheimer Gang auch sonst führen sollen? Jetzt darf ich wieder zurückhüpfen. Das ist ja ganz, ganz doll für ein paar Punkte. Haben mir die Punkte eigentlich jemals etwas gebracht? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Jetzt haben wir wieder drüpp, drüpp, drüpp. Oh, ja, diesmal habe ich es nicht geschafft. Zack, jetzt alle. Wunderbar. Einfach wunderbar. Ah, nein. Oh, nee, geh weg. Oh, Hilfe, Hilfe. Oh, Scheibe. Nein, ich habe schon wieder die Colaflasche weggeschossen. Egal, ich muss ja sowieso hier runter, wenn ich das noch, nicht in meinem Erbsen hier noch richtig gespeichert ist. Und au. Ei, sehr schön. So, jetzt holen wir uns noch... Nein? Hä? Eine rote Kiste. Oh, nein. Oh, haha, dankeschön. Viel zu nett. Viel zu nett. Okay, den Luftballon holen wir uns noch und dann gehen wir gleich wieder raus. Weil hier unten sind bloß noch irgendwas mit Punkten, was uns gar nichts bringt. Also anscheinend. Oh. Oh, das ist schlecht. Okay, wie komme ich hier wieder raus? Gab es da doch einen Gang, der mich rausgeführt hat, bevor man stirbt? Schauen wir doch mal. Okay, warte mal, da lang. Bin ich bereits mal... Oh nein, ah, klasse. Aha! Einwandfrei, ein Teleport. So. Gucken wir mal, bevor wir in den Teleport reinhüpfen. Was ist hier? Sehr schön. Da machen wir mal ein Hähnchen draus und auf geht's. Oh, chillig. Haufen Punkte. Sehr schön. Ach komm, das war das Einzige? Ich riskiere jetzt mein Leben nicht für ein... Für einen Luftballon, da habe ich einfach zu wenig Motivation dafür. Jetzt weiß ich aber nicht, ist diese Wand, also die Wand hinter diesem Laser, ob man da durchlaufen kann. Oder ob das nur eine Falle ist. Ich schaue nochmal hier rein. Oh nein, geh weg. Oh nein, geh weg. Oh, danke. Damit jagen wir mal hoch, das irritiert mich sonst bloß. Und das hübsche Leben, da schnappen wir uns auch gleich mal. So, wo geht's denn? Nirgendwohin geht's da, okay. Oh nein, hier waren ja diese bekloppten Viecher. Ah, zum Glück war da wieder ein Hähnchen, was man anballern konnte. Jo. Jo, jo. Ich frag mich eigentlich, ob man irgendwann so eine Eiskanone bekommt oder so. Oder ob man überhaupt mal eine andere Waffe bekommt. So, wo waren diese blöden Hüpfdinger, wo es nur zu Luftballons geht? Da waren sie. Da wollen wir nicht hin. Das interessiert uns jetzt eher... Oh, hey, cool, ich hab's sogar geschafft. Den habe ich jetzt nicht geschafft. Das ist schade. Okay, wie es ausschaut, komme ich hier raus. Aber wo geht's denn... Oh, oh, Hilfe! Komm auf, ein Viecher, was soll denn das? Ach, egal. Roter Schlüssel, wunderbar. Okay,
Okay, hier sehe ich ja, durch diese Wände hätte man nicht laufen können, also jetzt den, dieses Risiko auch nicht gebracht. Das Maximum Leben, das verschwende ich jetzt erstmal nicht. Yeah, erwischt. Ach so, da ist ja gleich das Exit. Hätte ich gleich hochhüpfen können. Ah, Mist, ah, Mist. Jetzt ist der Luftballon kaputt gegangen, wie gemein. Ah ja, okay, hier kann ich mich rausschicken. Ernsthaft? Wie soll das gehen? Ja, super. So weit geht's, aber das, ja, vielen Dank. Oh, das war jetzt volles Leben. Habe ich aber gar nicht gebraucht. Schade. Okay, wie... Ach, da konnte man ja... Da gab es ja noch eine Kletterpartie. Auf der anderen Seite. Hätte ich vielleicht auch durchlaufen können. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich gehe jetzt darüber. Weil hier geht es nicht weiter. Okay, cool. Vielleicht auf der anderen Seite. Lass uns mal ausprobieren. Oh yeah. Das schaut gut aus. Wo geht's hier rein? Achso, da geht's da rein. Ne? Alles klar. Aber bevor ich durch das Exit eier. Okay, ja gut, hier kann ich das kaputt machen. Das machen wir einfach mal aus Prinzip, auch wenn es nichts bringt. Aber was gibt's denn da? Achso, das ist wahrscheinlich Maximum Health, oder? Ja. Was wir aber jetzt den nicht brauchen, aber trotzdem Dankeschön. Man soll sich trotzdem bedanken. Wundervoll. Bonus Nummer 7. 10.000 Punkte. Ich habe keine Ahnung, was Bonus Nummer 7 macht. You might find your super jump boots on the next level if you look hard enough. Okay, in diesem Level werden wir wohl wieder unsere tollen Sprungstiefel bekommen. Hermes Springerstiefel. Böse, 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 danke. Oh nein, Hubschrauber. Oh, ich hasse diese Dinge. Das sind echt die unfairsten Gegner überhaupt. Okay, gut, dass es mich nicht erreicht hat. Oh nein, mein Luftballon. Nein, der nächste Luftballon. Ach, na gut, dann halt nicht. So. Da gibt es wahrscheinlich wieder Dynamit. Jawohl. Und in der blauen Kiste. Doch kein Luftballon. Na gut, okay. Hätte ja sein können. Föhn. Au. Schnappen wir uns das Leben doch einfach gleich mal wieder. Dann ist das auch kein großer Verlust. So, ich habe wieder mal keine Ahnung, weil diese Level ja so wundervoll übersichtlich sind. Komm runter, komm runter, komm runter. Ja, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Und jetzt gestorben. Brav hat das gemacht, oder? Kann man fast einen Applaus geben. So, dann schauen wir mal hier runter, weil das ja so vernünftig aussah. Na gut, dann halt nicht. Oh. Irgendwo müssen doch meine Sprungstiefel sein hier. Ich sag der Sprungstiefel, nicht Dynamit. Kein Interesse daran, in die Luft zu gehen. Danke. Hui. Oh nein, Luftballon. Ich muss dafür mein Leben riskieren. Und noch ein... Oh, scheiße. Jetzt habe ich tatsächlich ein Leben riskiert dafür. Egal. Wir können ja damit umgehen. Wir sind ja Männer. Okay, jetzt wird es mir langsam hier zu bunt. Warum erwischen die mich immer? Okay, wie es ausschaut, müssen wir wohl doch hier raufklettern. Na gut. Jetzt warten wir erst einmal. Ach so, die sind gesprungen. Ich dachte jetzt, die haben sich gegenseitig weggeschossen. Ja, wo bist denn du, du Holzkopf? Ja, komm halt hier runter. Ich bin hier unten. Oh, du Vollhorst. Ey, ernsthaft? Haben ihn die Flammen gekillt? Nein. Friendly Fire gibt's bei den Gegnern nicht. Das ist assi. Vor allem jetzt kommt da noch dieser saublöde... Oh, das ist mies. Da werde ich jetzt wahrscheinlich wieder drauf gehen. Oh, komm. komm schon. So. Jetzt muss ich rennen, wie blöd, weil gegen den Hubschrauber komme ich im Leben nicht an. Komm, geh wieder hoch. Jetzt muss ich wieder warten, bis der unten ist. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Oh, ich bin so am Arsch. Na, klasse. Okay, gut. Nächster Versuch.
Aber diesmal gehen wir in die andere Richtung, weil... Oh, wahrscheinlich ist es genau die Stelle, wo ich rausgekommen wäre. Und wir haben ja gesehen, das hat uns überhaupt nichts gebracht. So, die Blubberblasen des Todes. Machen wir auch mal weg. Wow. Jetzt ernsthaft? Diese bloß Düsen? Okay. Nee, check ich jetzt nicht. Wo hätte ich denn sonst lang musst? Ja genau, jetzt sind wir wieder hier. Das ist jetzt nicht sehr verständlich für mich. Das ist schade. Ich habe Biegeleisen, ist aber kaputt. Party! Kennt das einer von euch? Wundervolles Lied. Oh, oh, nein, nein. Ich glaube, ich muss hier lang. Cool. Hat einwandfrei funktioniert. Das darf ruhig öfter so der Fall sein. So, jetzt schauen wir mal. Aha, das hat... Naja, gut, okay. Ein bisschen was gebracht vielleicht. Eine Kamera, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Wunderschön. Oh, scheiße, 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 scheiße. Und Dynamit, danke. Okay, das ganze Risiko für Dynamit... Es hätte es gebracht, wenn wir es benutzen könnten. Oh Mann, ernsthaft. Kann man da durch? Nein, solide Wand. Warum sollte man da auch durchkommen können? Okay, das riskiere ich jetzt mal nicht. Am Ende haut er mich noch. Oh, scheiße. Pip. Einmal frei. Futter, Futter, gut. Und Dynamit. Ich bin die ganze Zeit am... überlegen, wo man da hin muss, weil das ist dann doch sehr verwirrend. Alles schaut ziemlich gleich aus. Ja, weil die vorherigen Level ja auch so unfassbar abwechslungsreich aussahen. Ich meine, aber das ist dann doch unfassbar. Diese trommelnden... Also waren die auf Drogen oder so, als sie diese... Das check ich überhaupt nicht. Schaut so bescheuert aus einfach. Trommelnde Hasen. Ach Mann, jetzt ernsthaft. Jetzt werde ich die ganze Zeit beschossen. Und alles dann wahrscheinlich wieder bloß für Luftballons oder so ein Quatsch. Ah, oh, so, 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 so. Oh, komm schon. Danke. Na toll. Nein, 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 nein. Das ist echt riskant, dieses Spiel. Man stirbt da sehr schnell, wie Sie vielleicht bereits bemerkt haben. Kinderten. Da kicken wir mal da lieber. Also ich meine, wenn wir uns nicht so blöd anstellen, Deadetten. Hallo? Oh, stopp. Super, wieder Leben verloren. Wegen Punkten. Mann ey, ernsthaft. Komm schon. Belohn mich mit Punkten, wenn ich draufgegangen bin. Okay, gut. Hast du über mich drüber geschossen? Brav. Ich mag dich. Wow. Es wird hektischer, als man glaubt. Oh. Sprung ins Ungewisse ist meistens eher uncool. Autsch. Autsch. Ich will doch bloß hier raus. Dankeschön. Kuckuck. Nep. Ah ja, klasse. Oh, wenn das nicht zu was Wichtigem führt, ne? Dann... dann kriege ich einen Schreikrampf. Oh. Schnell anschießen. Oh, nein, 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 das war springen. Du, Holz. Nein, Hilfe. Nein, scheiße, jetzt kommt hier runter. Okay, komm hier runter. Alter, ihr wollt mich verarschen. Okay, gut. Das hat schon mal funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Oh, ernsthaft? Diese Roboter nerven voll an. Komm schon, komm schon. Komm schon, wenn du dich traust. Ja, ja, ich bin hier oben. Put, 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 put. Alter, du bist doch echt dumm wie Kacke, oder? Oh, oh, leck. Da unten ist eine Kiste mit Leben. Ich wette aber, dass der
Penner da unten mich erstmal wegschießen wird. Oh, komm. Ernsthaft? Der trollt mich. Oh ja, sehr schön. Daraus kann man zwei machen. Mal der Kerl, der will mich verarschen. Okay, gut. Weg ist er. Nein. Anschießen, sehr schön. Da kommt man ganz schön auf Draht hier. Okay, da brauche ich die Sprungstiefel dafür. Wo ich natürlich überhaupt nicht die leiseste Ahnung habe. Achso, da konnte man ja nicht durch. Wo die sein könnten. Wo muss ich hin? Komme ich da irgendwo hin? Ja. Wundervoll. Da komme ich ja ganz weit. Oh, ich muss da wieder durch, oder? Gab's da oben nichts, wo ich hochspringen könnte? Nein. Tote Hose. Wundervoll, das freut mich ja wieder einmaligst. Verzeihung. Das war springen, gut. Wenn ich das hier verwechsel, dann wäre das eher uncool. Hey, das lief ja gut. Okay. Ich finde die Springstiefel, wenn ich nur stark genug hinschaue. Oder genau genug, stand da am Anfang. Ich glaube, das hat einen Scheiß damit zu tun. Die haben sie bloß wieder voll... Ah, da unten war ich noch nicht. Aber das ist natürlich voll mies. Wetten, da ist wieder nur Dynamit drin. Ich gehe mal erstmal auf Sicherheitsabstand. Oh. Maximales Leben. Auch gut. Damit kann ich leben. Hö, mit dem maximalen Leben. Yeah. Super. Von da komme ich. Alles klar. Jetzt kann ich wahrscheinlich wieder bis zum kompletten Anfang vom Level geiern. Irgendwie sowas Hübsches haben die sich bestimmt ausgedacht. Die netten Herren von 3D Realms. Okay, ich muss wirklich komplett wieder zurück, wie ich es ausschaue. Es sei denn, es gibt doch eine feine Stelle, wo sie mich nicht unbedingt trollen wollten. Na, komm schon. Wo geht's denn? Ja, hier komme ich wieder komplett rauf, ne? Aha, hier war ich noch nicht. Oh, scheiße. Sehr schön. Oh, ey. Danke. Schön viele Fallen, damit ich mich auch bloß nicht langweile. Wo komme ich denn hier jetzt raus? Da unten ist ein Gegner, da war ich noch nicht. Okay, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Komm, wenn ich volles Leben habe, dann ist es immer ein gutes Zeichen. Yay, einwandfrei. So, sag mir bitte, dass da... Okay, ja, schade. Habe ich jetzt genommen, obwohl es überhaupt nicht nötig war. Oh, stopp halt! Danke. Ah! Boah! Zum Glück sind die Flammen gerade verschwunden. Okay, da ist wieder maximales Leben. Meine Fresse, wie die mit maximalem Leben rumschmeißen, aber das finde ich auch voll in Ordnung. Haha! Interessant, es wächst Gras auf dem Mond. Das muss ich mir merken. Ah, das ist ja auch ein Schloss auf dem Mond. Macht Sinn. Ah! Duke, you used to make me laugh, but now you're beginning to upset me. You will not last long. Also, Duke, du hast mich normalerweise immer zum Lachen gebracht. Aber jetzt enttäuschst du mich. Oder so in das. Mann, warum versagen meine Englischkenntnisse genau dann, wenn ich sie brauche? Das ist zum Kotzen. Das. Aber ich glaube, irgendwie so etwas in der Art heißt es. Und du wirst nicht mehr lange leben. Und da haben wir die Sprungstiefel. Yay! Nicht glücklich. Aber schauen wir mal, was ist hier? Ein Waffenupgrade. Geil. Das ist, glaube ich, das letzte. Und da habe ich schon 4 Stück. Alter, geh halt einfach... wenn der die Flammen draußen hat, dann scheint interessiert ihn jeglicher Schaden. Es ist so geil, wenn er im Springen schießt. Ach, warum überlebt er jetzt so lange? Das gibt's doch gar nicht. Dankeschön. Okay, jetzt muss ich ja bloß noch einen Weg zurückfinden. Ich meine, hey, kein Ding. Okay, das Leben. Einmal frei, kann ich gebrauchen. Nehm ich. Ich habe leider nur gerade echt keinen Plan mehr, wie ich zurückkomme. Aber hier scheint es gerade recht straight
zu sein, was mich freut. Achso, da muss ich gar nicht hin. Ey! So, jetzt kann ich auch von hier aus springen. Das ist nun mal vorteilhaft. Okay. Ja, dann schieß mal schön. Wo war diese Stelle? Okay, hier schon mal nicht. Okay, hier auch nicht. Aber ich glaube, wir sind schon nah dran. Jedenfalls hoffe ich es, weil ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe. Was natürlich super vorteilhaft ist. Jawoll, ja. Hier sind wir richtig. Oh yeah, das ging jetzt richtig geschmeidig. Wunderbar. Ging's da noch? Oh. Welches Loch war es jetzt? Ja, wundervoll. Sehr schön, das war's. Einwandfrei. Wow, kommt, gesterben. Und Exit. Oh, scheiße. Da waren noch zerbrechbare Blöcke. Hätten wir doch ein bisschen Minecraft spielen können, bevor wir das Level beenden. Na, das habe ich jetzt verpasst. 3 Bonis haben wir bekommen. Wunderschön. Was sagt die Message hier? Now entering an ancient underground lunar city. Beware of the snake tech bot. Okay, jetzt, also morgen, werden wir in einen antiken Untergrund gehen von eben Lunar City. Und wir sollen auf den Schlangenroboter aufpassen. Okay, jetzt kommt anscheinend eine neue Art von Böse-Böse. Aber diese neue Art von Böse-Böse, die gucken wir uns morgen an. Machen wir noch eine Safe-Agame auf die Numero, machen wir mal 3. So, wunderschön. Okay, dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen, wenn wir uns dem Snake Tech Bot stellen. Boah. Naja, okay. Also dann bis morgen. Tschüss. Guten Morgen, Mittag, Abend oder Tag im Allgemeinen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt doch diesem Video einen Daumen nach oben. Wie ihr wahrscheinlich bereits bemerkt habt, ist auf diesem Bild nicht nur das Logo des Retro-Morgens vertreten, welches hinter der Couch da hervorlugt, sondern auch 2 weitere. Und zwar einmal das der Mittags-Action, welches sich in der Gedankenblase befindet, und des Indie-Chillout-Abends, auf welchem ich als Silhouette dargestellt sitze. Das sind alles noch Zukunftsprojekte, die demnächst auch noch folgen werden. Somit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis morgen.